So, weiter geht's, Leute, und... Oh, ich hasse das, wenn man schon wieder so knapp davor ist. Ich hab's überlegt, das zu machen, dachte aber, das wäre total dumm. Wir müssen hier lang gehen, hier hinspringen. Man ich hätte muss die Maschine anhalten können. Halt nicht gedacht, dass das funktioniert. So. Weil das war nämlich erst versperrt. Jetzt können wir hier einmal Gold und so einsammeln. Man muss die Maschine anhalten können. Da geht es dann gleich weiter, aber das da ist ja noch versperrt. Und jetzt muss man hier einfach ziehen. Die Totemarme sind jetzt verschränkt. Ja, okay. Oh, ich muss mich beeilen. Hä, ich dachte, jetzt kann man da lang gehen, aber was muss man denn jetzt machen? Man müsste das Totem absenken können. Ja, gut. Ah ja, stimmt, ich muss in diese Richtung weiter. Boah, gruselig. Gerade so geschafft. Boah. Ach, da kann man sich nicht heilen. Okay. So, jetzt senken wir das ab und das gleich mit der anderen Seite. Sagt sie auch jetzt. Ja, jetzt die andere Seite. Es ist übrigens, glaube ich, der Pfad der Schlacht oder irgendwie sowas. Und spring, spring, spring. Yay. Jetzt das Ganze halt andersrum. Also diese Dinger werden sich nachher ganz viel bewegen. Und durchrennen ist da, glaube ich, ich muss auf den äußeren Weg. Echt die beste Möglichkeit. So. So, einfach durchrennen. Ach du Scheiße. Einfach durchrennen. Heilen kann man sich anscheinend nicht. Also das heißt, man ist auch nicht richtig verletzt. Und jetzt senkt sich das ganze Ding ab. So, jetzt wird das nochmal relevant. Ah, jetzt kommt da plötzlich so ein Ding zum Vorschein. Okay. Oh, was für Geräusche. Nein, du sollst es hier fest. Boah, jetzt kriege ich das wieder die ganze Zeit nicht hin. Was muss ich denn machen, damit Lara? Du sollst es doch einfach nur da festknoten. Komm, hier festknoten bitte. Ey, boah, jetzt kriege ich das nicht hin. Wo soll man denn da auch stehen, ey? Boah, ey. Ja, okay, dann gehen wir da so hin. Da kann ich bestimmt draufklettern. Ach du Scheiße. Dann braucht man das Seil nur, um zurückzugehen. Und jetzt? Ja. Danke, dass alles weiß ist. Ist übrigens bei Harry Potter auch so. Und jetzt einmal untersuchen.
cool. Köcher der Wespe, das nehme ich mir natürlich. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Ja, hier, jetzt so rum. Ich wollte ja zwar eigentlich so rauf. Ja. So, und diesen Köcher werden wir jetzt natürlich erstmal ausrüsten. Ah doch, cool, den haben wir schon. Entschuldigung, wollte keine Pfeile verschwenden, musste das nur testen. So. Gut, so geht's auch wieder zurück. Das ist dann doch richtig. Oh, 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 da kann man was ausgraben. Nee, da kam ich doch her. So, hier lang. Da ist jetzt irgendwie der Weg unten lang. Und das geht, glaube ich, jetzt auch schneller. Übrigens, morgen wird die neue Grafikkarte eingebaut. Dann haben wir das hier in coolerer Grafik. Obwohl, bei den Spielen merkt man es vielleicht auch gar nicht so. Aber bei Harry Potter bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird. Und jetzt? Hilfe! Ah ja, hier raus. So, jetzt haben wir das eben bei noch abgeschlossen. Jetzt können wir langsam den Köcher da zurückbringen. Aber ich mag echt dieses Outfit mit diesen Tattoos und allem. So. Ja, dann schwimmen wir doch mal zurück in schnell, ohne uns zu verletzen. Sollten wir dann schaffen. Ich hoffe, man verbraucht nicht mehr Sauerstoff, wenn man schneller schwimmt und kann dann weniger weit schnell schwimmen. Also kann dann weniger Zeit unter Wasser bleiben, meine ich. Weil sonst müssten wir es ja jetzt locker schaffen, weil vorhin habe ich mich ja ein bisschen verschwommen. Ja, easy. Außer diese Sonnenblendungs... Ah, guck mal. Wusste ich gar nicht, dass man da auch atmen kann. Ich bin da einfach komplett durchgeschwommen. So, genau. Jetzt diesem Grünen hier einfach weiter folgen. Haare richten. Wir kommen ja aus dem Wasser. So, Holz kann ich nochmal einsammeln. Wenn wir an einem Lagerfeuer vorbeikommen. Perfekt. Wäre praktisch. So. Erstmal, kann ich den jetzt upgraden? Ja, sehr schön. So, der ist jetzt echt gut in Schaden. Ja, perfekt. Was mit dem Köcher? Gehört das... Oh nein, ich will das haben. Gehört das zu dem Outfit? Achso, ja, das habe ich schon alles. Perfekt, dann, ne, wir können auch eigentlich Schnellreise machen, oder? Ja. Noch können wir das ja noch. Weil das... Wo müssen wir nochmal hin? Ja, gehen wir einfach mal dahin. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich glaube schon. Das ist, glaube ich, diese Höhle, wo wir nämlich dann auch bei der Hauptquest weitergehen können. Das war nämlich immer irgendwie nebeneinander. Probieren wir das doch mal aus. Ja, da genau, da wollte ich hin. Oh, perfekt. Hi.
Hallo. Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Okay. Volk von Paititi! Ich präsentiere euch voller Stolz Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi und euer König. Eine einfache... Was ist jetzt meine neue Ausrüstung? Ich konnte das gar nicht so schnell lesen. Vor allen Dingen... Erstmal, was... Grafikkarte, nervst du mich da so oben? Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir bekommen haben. Ich kann ja eh nur so traditionelle Dinge anziehen. Zusätzlicher Widerstand. Ja, ist ja nicht schlecht, aber... Boah, haben wir echt viel bekommen. Ich will mein Standardkostüm, das ist hübsch. So. Gut, Fähigkeiten. Nee, einen Punkt kann ich nichts mit anfangen. So, dann gucken wir jetzt nochmal, was wir jetzt weitermachen als nächstes. Ja, dieses Mord an irgendwas müssen wir noch machen. Das ist die einzige Nebenquest. Das probiere ich jetzt heute nochmal aus. Und danach... machen wir die Hauptquest weiter. Es geht ja dann nicht anders. Dann finde ich aber auch, haben wir alles hier erreicht. Also ich probiere das jetzt nochmal und dann im nächsten Part wird dann die Hauptquest weitergemacht. Einfach aus Prinzip mache ich daraus einen neuen Part, damit das dann direkt damit anfangen kann.
Oha, das ist ja ganz am Arsch des Dorfes. Aber naja, egal. Hier, die könnte ich ja nochmal einsammeln. Ah, gut, dass ich hier lang gegangen bin. Hier kann man noch was aufgraben. Ja, das war echt nützlich. Wir gehen einfach diesen Weg, weil ich weiß nicht, ob die Schlangenwachen mich da sonst durchlassen. Aber ich meine, man muss auch nicht da so umgezogen sein für die Quest. Man kann die auch einfach so machen. Ja, das ist hier richtig. Wunderschön. Ich muss da halt irgendwas machen, was ich nicht verstehe. Wahrscheinlich noch weiter nach Hinweisen suchen. Aber dann wiederum dachte ich, die Hinweise sind doch klar. Das ist auch schon voll. Ja, Leder kann man nie genug haben. Das ist auch bei mir nie voll. Da ist etwas. Wo? Was ist denn hier? Da war ich überall schon. So, wir gehen jetzt hier hin. Da hat sie gesagt, da ist irgendwas. Wie gesagt, der Diener Taruka hatte Blut an seinen Händen. Irgendwie glaube ich, dass ich da auf das Dach muss. Aber nicht hundertprozentig wie. So, ich muss auf jeden Fall da irgendwie drüber. Also mein Ziel ist jetzt, ehrlich gesagt, irgendwie auf das Dach zu klettern. So, kann ich hier auf das Dach klettern? Ne, das hier finde ich schon eine gute Idee. Ging leider nicht. So. Ich will irgendwie auf dieses Dach. Ja, den hatte ich auch schon. Hier ist anscheinend vor kurzem etwas passiert. Ah, jetzt klappt das, oder was? Dieses Messer könnte die Mordwaffe sein. Leg's zurück! Die Herrin sagt, wenn es jemand sieht, bekommt sie Schwierigkeiten. Wieso denn Schwierigkeiten?
Bitte, Ao, lass mich, wenn der Herrin irgendetwas zustößt. Du musst mir jetzt alles sagen. Die Herrin hat mich nicht zum Markt begleitet. Als ich wieder in mein Zimmer kam, war das Tor kaputt und überall war Blut. Als die Herrin die Wachen rief, sollte ich das Messer verstecken. Es tut mir so leid. Danke für deine Ehrlichkeit, Agna. Bitte. Bitte vergib mir, Ao. Bitte vergib mir. Kshoko wird vor Gericht kommen. Muss ich schon wieder hier hin, oder was? Pakal, Taruka ist unschuldig. Schumaks Frau Kshoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Nein! Kshoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Agna weg waren und hat Schumak dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumak ist da hinten gestorben. Kshoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie findet. Du lügst. Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Agna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe! Du kommst auch noch dran. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Okay, wieder irgendeine Kampftunika. Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. Yay! Wir haben es geschafft. So, jetzt gucken wir mal, ob jetzt noch irgendwas offen ist. Nee, da ist nichts offen. Ah, diesen Dschungel müssen wir auf jeden Fall auch nochmal abschließen. Das auch noch. Sollen wir einfach die Haupt... Ja, wir machen einfach die Hauptstory weiter. Oh, da haben wir auch noch zwei. Ja, können wir alles noch später machen. Wir machen jetzt erstmal in dem Gebiet die Hauptstory zu Ende und dann geht es wahrscheinlich noch in ein anderes Gebiet. Ja, perfekt. Dann suchen wir uns jetzt ein Lagerfeuer und gehen da zurück in die Höhle. Ich bin gerade froh, dass ich es geschafft habe. Oh, oh, da ist... Kann man den nicht töten, den Frosch? Nein. Ich dachte, das ist wieder dieses Elixier, was ich für diese Pfeile brauche, die, wo Feinde sich dann gegenseitig angreifen. Mann. Ah, hier kann ich da rein. Will jetzt aber nicht mit der reden. Dann erzählt die mir nur irgendwas. Ist hier ein Lager? Nein, aber hier kann man auch nochmal Sachen ausgraben. Ich finde da echt immer noch Sachen. Das ist aber wirklich cool gemacht mit den verschiedenen Sachen, die man überall finden kann. Dann die verschiedenen Gebiete. Ja, sorry. Ah, ist noch ein ganz schönes Stückchen. Dann nehmen wir jetzt die Brücke, wenn das geht. Ja, müsste mittlerweile gehen. Die meine ich nicht. Die geht nicht, aber ist auch egal, dann gehen wir hier lang. Nee, 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 nee. Sorry, sorry, sorry. Nochmal einmal hier raus. Ja, perfekt. Lohnt sich auch echt, den Weg einfach zu Fuß zu gehen, weil man immer noch mal was findet.
Okay, hier war ich jetzt auch schon ziemlich oft, aber selbst hier habe ich noch was gefunden. Ah, hier kann man sich jetzt durchquetschen. So, und dann war es das jetzt auch mit dem Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.